Ja, get ready to Automobile Lamborghini. Ja, zu dem Spiel muss ich echt mal was sagen. Also, ich bin zwar sonst kein Rennspiel-Fan, aber ja, wenn ich mich an die Nintendo 64-Zeit zurückerinnere, ist das doch ein Spiel, was wirklich jetzt in der Presse etwas verrissen wurde und nicht so grafisch gut ankam und auch so spielerisch nicht gut ankam. Aber für mich kam es gut an. Es gibt ja immer so diese Spiele, die einem im Gedächtnis bleiben. Und das ist Automobile Lamborghini. Ich habe das so gerne gezockt. Ja, ich hatte damals einen Kumpel, also ja, der ist mittlerweile nicht mehr am Leben. Na, mit dem habe ich immer gemeinsam solche Spiele gezockt. Und auch Need for Speed, der erste Teil zum Beispiel, war zum Beispiel mein erstes Spiel auf dem Sega Saturn. Das ist natürlich auf dem N64 Automobile Lamborghini. Und zu dem Spiel bleibt mir nur zu sagen, irgendein Reiz hat das irgendwie gehabt. Es hat mich irgendwie in seinen Bann gezogen. Ich weiß auch nicht, was es genau war. Ich kann es bis heute nicht beschreiben, aber es ist eins von den Rennspielen, ja, N64, was wirklich sehr, sehr schön war. Weil wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch daran, dass es sich so gut gespielt hat, so gleichmäßig, so smooth, so einfach richtig geil. Also es liegt nicht am Lamborghini an sich, aber es liegt einfach daran, dass ein gewisses Spiel einfach seinen Reiz hat. Und ja, das hatte Automobile Lamborghini. Ich spreche das hoffentlich ordentlich aus, so wie es ausgesprochen wird. Ja. Oh Mann, das erinnert mich an Zeiten, wirklich war. Das ist eine schöne Zeit. An die Zeit möchte ich mich mit euch gerne erinnern und möchte auch in naher Zukunft mal ein paar Videos bringen, die auch sowas mal kommen, wo ich auch sowas mal kommentiere. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ihr könnt euch auch erinnern und nehmt euch die Zeit und hört mir einfach zu. Und ja, es war schön, es ist immer noch schön, ich weiß, ihr. Gerade mit dem Emulator spiele ich das hier, aber das hat auch damit was zu tun, da ich die Spiele ja damals wirklich und auch immer noch besitze. Ja, Gewinner, und das war eigentlich alles, was ich dazu sage. Ich habe keine Ahnung, warum es so geil war, aber es war einfach geil. Automobil Lamborghini, bis zum nächsten Video.